Wir haben festgehalten heute in unserer Beschlussfassung, dass wir vor allen Dingen dort, wo natürlich das Infektionsgeschehen zu beobachten ist und wo es auch schnell bedrohlich werden kann, eben in den Innenräumen, anders als unter freiem Himmel, dass wir dort auch wieder verpflichtend für diejenigen, die nicht geimpft oder genesen sind, entsprechende Testerfordernisse formulieren. Diese Tests stehen auch zur Verfügung. Sie stehen die nächsten 8 Wochen auch noch kostenlos zur Verfügung. Ab dem 11. Oktober werden sie kostenpflichtig. Ich will an dieser Stelle auch sagen, dass ich es richtig finde, dass wir diesen Schritt gehen. Ich weiß, dass es da auch Widerspruch gibt und dass einige auch sagen, das ist doch etwas, was dauerhaft kostenfrei angeboten werden muss. Ich sage an der Stelle aber auch, man kann all diese Erfordernisse, kostenpflichtige Tests umgehen. Durch eine Impfung.